Wie geht's dir? Starke Schmerzen? Geht schon. Muss gehen. Du Armes. Ich wollte nicht, dass Alessia dich das am Dance-Event so angeht. Das ist scheiße. Kannst ja nichts dafür. Tut mir leid. Kann ich irgendwas tun? Eis holen oder sowas für dich? Nee, alles gut. Ja? Ich hol dir ein Vanille-Eis. Süßer. Mit den anderen gehen. Vielleicht haben wir was von Alessia gehört. Sag mal nach. Hi. Hat Alessia sich bei euch gemeldet? Nein, nichts gehört. So versucht anzurufen, aber nicht erreicht. Alessia. Glaubt sie alle, wa? Lisa. Lisa, lass es. Lisa. Lisa, David, musstet ihr hinter ihrem Rücken was miteinander anfangen? Hä? Ihr seid für die schlechte Stimmung hier verantwortlich. Ja. Genau davor wollte ich euch warnen. Hast du nichts von Gefühlen gehört, Ulle? Nicht so. Das meinte ich genau. David, wir gehen am besten jetzt auf. Ich kann ihn nicht allein lassen. Hast du gesehen, wie er jetzt drauf ist? Das musst du arbeiten. Das ist eine erwachsene Frau. Ich muss arbeiten. Ich bin ja auch noch da. Ja. Trotzdem, ich kann die nicht allein lassen. Die tritt komplett durch. Quatsch, Mann, David. Betreib jetzt nicht. Du musst zur Arbeit und fertig. Du hast auch einen Job. Okay. Bist du sicher? Ja. Oh, ich weiß nicht so genau, Mann. Ich hab echt Angst, wenn das alles zuzutrauen. David, geh jetzt bitte zur Arbeit, okay? Du hast einen neuen Job, das Bodyball muss gut anlaufen, das ist jetzt wichtig für dich. Ich bin bei dir, du bist nicht alleine und das wird nicht außer Kontrolle geraten. Alina ist auch da. Okay. Wenn man das schreibt, ja, so Bescheid. Noch einen Apfel mit meinen beiden Jungs. So, und du auch noch an. Nee. Schön gestärkt seid. Mhm. Viel Spaß, okay, viele Kunden, ja. Viel Kohle. Ja. Viele Akquisen. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, Lisa auf. Mann, ja. Annalena, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, Alessia denkt, ich habe sie die ganze Zeit einfach nur belogen. Dabei, ich wollte sie doch nie verletzen. Die hat mich verarscht. Die hat mich einfach die ganze Zeit verarscht. Lisa hat mich verarscht, David hat mich verarscht, jeder hat mich verarscht. Ich hasse die. Ich hasse die beiden. Und ich wusste einfach vom ersten Moment an, dass Lisa falsch ist. Ich hab's gewusst. Linke Ratte. Guck, das ist einfach richtig scheiße für Alessia. Wie würdest du dich fühlen? Jeder an ihrer Stelle wird sich das. Ja, Mann, ich weiß, aber ich muss dir das doch irgendwann erklären. Aber was willst du erklären? Du kannst erklären, ich kann vorsichtig reden. Das bringt nichts, Schatz. Aber sie denkt doch, dass ich sie die ganze Zeit angelogen habe. Aber was würdest du hinter denken? Ihrem Rücken. Ja, deswegen will ich sie doch erklären. Aber sag mal ganz ehrlich, was würdest du denken? Ja, genau das Gleiche. Und was würdest du hören wollen? Nichts. Aber ich kann doch nicht einfach nichts machen jetzt. Lisa, was. Ich kann nicht einfach nichts machen. Ich kann das nicht. Ich rede jetzt noch. Das mit bringt ein. Nein. Lisa, das bringt nichts. Nein, ich muss dir das jetzt erklären. Glaub mir, du trennst in die Hölle. Mann, sie ist doch meine beste Freundin. Selbstmord. Alessia, ich weiß, du willst mich nicht sehen und ich weiß, du willst mich auch nicht hören, aber gib mir bitte eine Minute. Gib mir bitte nur eine Minute, um mich zu erklären, okay? Bitte. Bitte hör mir zu. Ich weiß, dass. Raus. Das mag für dich aussehen, als hätte ich dich die ganze Zeit belogen, sonst ist. Aber hab ich nicht, wirklich nicht. Ich. Alessia, du bist meine beste Freundin und das ist. Ich hab das nicht. Das war erst seit gestern. Das war erst. Was sagst du da? Ich bin deine beste Freundin! Was? Was sagen Sie da? Alles. Ich hab dir gesagt. Ich hab versucht, zu unterdrücken! Ja! Lass mich los! Denk nicht, dass ich dir jemals... Ich wollte nie, dass du denkst, dass ich dir jemals verzeihe! Denk das nicht! Denk nicht, dass da jemals Gras drüber wachsen kann! Und wenn es drüber wächst, werde ich jetzt Mensch! So! Das ist nie wieder nachwächst. Guck dir mich so an! Was kommt dir doch? Das kommt dir alle so! Wie kommt ihr mich so an? Was? Wenn ich nicht um meinen Freund!
oder was? Alessia, bitte. Halt deine Schnauze. Hör auf zu weinen! Okay, Schatz, es reicht. Lass mich ich los. Ich weiß, das Schmerz, aber geh in dein... Ich hasse sie einfach. Lass mich los. Geh! Aufstehen und nicht heulen. Jetzt bist du jetzt selber schuld. Und da musst du jetzt durch. Mann, ey. Hör auf, hör auf, hör auf. Das ist jetzt scheiße und es geht vorbei. Es geht vorbei, okay? Es ist temporär. Es ist temporär. Da musst du jetzt durch. Da musst du jetzt durch. Komm, bitte, iss was, reicht schon, wenn die nichts frisst. Hinsetzen und jetzt Ende. Sowas muss jetzt hier nicht mehr passieren. Und das werde ich dir auch noch sagen. Na, kein Irrenhaus. Frage. Willst du mir das hier mit der Anmeldung? Okay, die richtige Umkleide habt ihr schon gezeigt. Macht euch schon rüber, ja? Bis gleich. Freue mich. Ja, wie kann ich dir helfen? Ich würde nur mal fragen, wenn ihr eine Anmeldung. Da gehst du rüber, einfach gerade durch. Ich bin 2 Minuten bei dir, ja? Setz dich ruhig rüber hin. David. Es war gerade ein Kunde bei dir. Den hast du verpasst. Was? Mein Kopf ist einfach gerade komplett voll. Wieso denn das? Ich hab grad komplett andere Sorgen. Ja, was denn? Hey, wegen Lisa. Ey, hör auf mit dem Scheiß. Alter, wir haben hier was vor. Das ist unser erster offizieller Tag. Wir wollen ein Unternehmen starten. Es sind Kunden da. Mann, wegen diesem Mist haben wir jetzt WG-Stress und hier lässt du dich gehen. Das geht doch so nicht. Das ist unser Traum. Und es fängt gerade an. Weißt du, erstens, das war keine Absicht, dass ich ihn übersehen hab, Mann. Aber... Es ist einfach viel zu krass. Zweitens ist Alessia einfach an allem schuld. Sie übertreibt vollkommen. Wäre sie nicht so Lisa angegangen, wäre das Ganze nicht passiert. Alessia ist nicht schuld. Das ist Quatsch. Das ist doch Blödsinn, was du erzählst. Wir hatten schon mal dieselbe Situation. Da hat sich ein anderer Kerl in Alessia verliebt. Und ich habe fast meinen besten Freund verloren. Und die WG wär auch fast auseinandergegangen. Und jetzt kommt dieser Scheiß hier. Man reißt sich ein bisschen zusammen. Würde ich ja gerne, aber wenn Alessia jedes Mal so an Lisa angeht, dann muss ich mir jedes Mal Sorgen machen, dass hier irgendwas passiert. Dann lass es doch mit beiden, beende doch die ganze Scheiße, aber konzentrier dich hier drauf auf den Job, den wir haben. Ich kann auch nichts dafür, dass ich mich in Lisa verliebt habe und sie in mich. Ich habe Alessia ganz klar gesagt, dass ich einfach nichts für sie finde. Ich will hier nichts davon hören. Ich will, dass wir jetzt hier unseren Job machen. Das Ding muss krachen. Weißt du was? Mach heute allein, ich hab keinen Bock mehr, ich geh nach Hause. Was? Wie bitte? Ich hab Feierabend. Ey, David! Dein kleines Flippchen brauchst du gar nicht zu suchen, ne? Ist nicht zu Hause. Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Was ist? Du. Wie benachteiligt bist du eigentlich, dass du mich noch pflegst, was mein Problem ist, Junge? Ey, wo ist dein Verstand? Wo? Wo? Weißt du, was mein Problem ist? Du bist mein Problem. Denkst du, ich hab jetzt Angst vor dir? Komm mir so nah, wie du willst. Komm, komm, Mann, Alter, komm. Du bist einfach eine Lachnummer, eine ganz große Lachnummer. Du bist einfach nur eine Lachnummer. Ganz große Lachnummer. Wow, Respekt vor dir, Alter. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Glaubst du nur, weil du mich einmal ein paar Mal gefickt hast, glaubst du nur, dass du deswegen irgendwas Besonderes bist? Denkst du das? Denkst du das, Mann? Im Gegensatz zu dir bin ich was Besonderes. Deine kleine Lisa ist eine intrige und jetzt was willst du machen? Hau mir eine rein, komm. Du bist, doch, du bist komm, nicht komm, mal wert, dass mir die Finger an dir trägst. Schlag mich! Komm schon, mach's doch. Du bist einfach nicht wert, du bist einfach eine billige Im Gegensatz zu dir. Ist sie nicht. Ey. Ich dachte mir, was?
Rose forever. Im Gegensatz zu dir hat sie sich in mich verliebt und ich mich in sie. Du hast gar nichts bei mir. Null. Du bist bei mir nicht mehr angekommen. Du bist einfach nur eine billige Alter. Ey, Leute. Du bist einfach nur gut fürs Bett. Mehr nicht. Punkt. Echt? Du kleiner Pisskopf, das ist doch einmal super! Sag's doch einmal! Du bist einfach nur hier, ja? Geh du! Ole, sag dem Bastard, er soll sich verpissen! Sachsen, Sachsen, Ole! Du hältst jetzt erstmal schön den Ball flach. Alessia und ich werden irgendwann mal beste Freunde. Aber das kann ich jetzt ja wohl voll vergessen. Und dann verliebe ich mich auch noch in David und... Mann, man kann sich denken... Ja. Manchmal läuft es halt einfach so richtig. Was? Ist gut. Alles gut bei euch? Das ist Lisa, meine Cousine. Willst du was trinken? Nee, ich hab genug, danke. Siehst du? Läuft bei dir. Du Lapp. Mann, Lisa ist total fertig und sie tut mir richtig leid. Aber genau davor wollte ich sie die ganze Zeit warnen und ich kann alles ja auch verstehen. Ich wäre auch an ihrer Stelle so ausgerastet und würde mir total verarscht vorkommen. Ist jetzt halt scheiße, aber muss hier durch. Das ist einfach alles so beschissen. Ich habe die ganze Zeit davon geträumt, dass David und ich zusammenkommen. Jetzt, wo es soweit ist, fühlt es sich total falsch an. Ich kann es überhaupt nicht genießen. Ich hab dir gesagt, die privaten Probleme haben im Studio nichts zu suchen. Wir sind jetzt Geschäftspartner. Und wir sollen das auch so sehen in dem Moment. Was sollen die Kunden von uns denken, wenn mein Partner am ersten Tag dort abhaut? Hä? Abhaut? Was hast du gedacht, Joe, dass du dich auf so einen verlassen kannst? Alles ja. Ich bitte dich, also komm. Das ist ein Gespräch unter Geschäftspartner. Ja, Joe, trotzdem. Du bist ein gestandener Mann. Auf so einen kleinen Knecht kann man sich nicht verlassen. Hallo. Ist so. Was will man deine verschissene Schnauze halten, Ellie? Hey, du musst nicht so aggressiv werden. Wie du immer stotterst, wenn du Panik hey, kommst. Hör doch mal auf, alles ja. Und wir gehen jetzt am besten in mein Zimmer und reden doch in Ruhe weiter. Viel zu schade für dich, ehrlich. Oh. Ich habe einen richtig großen Mund. Was ist denn schon wieder los? Ich unterhalte mich mit dir und er rennt schon wieder weg. Ja, typisch er. Rennt immer weg, wenn es brennt. Ja, jetzt hört euch doch bitte einfach auf zu streiten, okay? Ich zieh aus. So. Was? Ja, perfekt. Ja, Katschnauze jetzt mal. Kannst du den Garten auch keiner zieht bitte? Dir aus. Wahrscheinlich doch. Ist es aber das Beste. Das kannst du nicht entscheiden, Joe ist hier der WG-Papa. Aber du kannst entscheiden, oder was? Ja, komm, Mann, das ist das Beste, wenn ihr geht. Wenn es aber vielleicht das Beste ist, hier. Nein, keiner zieht, du bleibst hier. Nur ich zieh aus, okay? Ganz alleine. Jetzt hört auf, euch zu streiten, bitte. Das war's mit der ewigen Liebe, wa? Vorbei. Klar tut es mir weh, so schnell hier wieder auszuziehen. Ich meine, die WG ist mega toll, aber... Ich glaube, es ist einfach das Beste. Vor allen Dingen auch für David und meine Beziehung. Das kommt überhaupt gar nicht in Frage, dass wir hier ausziehen. Gestern war ich noch der glücklichste Mann der Welt und heute ist hier überall Chaos, ey. Ich
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Guck mich jetzt nicht so an. Das kannst du nicht ernst genommen sein. Hey. Ich weiß einfach nicht mehr weiter, okay? Aua, ist mein Auge gekommen. Das ist auf jeden Fall keine Möglichkeit, jetzt einfach auszuziehen. Das ist dann... Ja, was sollen wir denn sonst machen? Das ist doch genau das, was Alessia will. Sie will dich einfach raushaben, weil sie einfach nicht mit der Situation klarkommt. Ich höre, ich komme damit aber auch nicht mehr klar. Okay? Und du bleibst bei deinem Vater, du bist gerade erst hierher gezogen. Niemals. Natürlich, pass auf, bin ich gern mit Joe zusammen, aber... Ey, du bist meine Traumfrau und ich will definitiv dich nicht mehr verlieren und ich lasse dich auch nicht mehr alleine. Gar nicht mehr. Mann, mit Joe, wir sehen uns ja den ganzen Tag. Aber du bist mich, du bist die mir einfach alles gibt, was ich brauche. Ich werde Lisa definitiv nicht alleine gehen lassen. Niemals, es wird mir niemals in den Kopf reinkommen. Und selbst wenn wir in die letzte Bruchbude hier in Berlin ziehen würden, es wäre mir scheißegal. Solange ich bei ihr bin, ist alles cool.